Let's go. Unico online. Er ist nämlich online und er ist Unico. Julian Ziedlow exposed seine Kinder. Alina schockiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe vorhin schon im Podcast drüber geredet. Das ist so wild. Das ist so wild. Das Internet kocht. Wir müssen reden. Hi Leute, heute sprechen wir mal über Alina und Julian. Da hat sich nämlich ein... Weil die haben ja zwei Kinder zusammen. Ihr werdet es eh gleich sehen. Ja. Es ergeben und es ist wirklich krass, was der gerade abzieht. Also so eine rücksichtslose Schimpfwort hier bitte einfügen, habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Es ist der ist auch nicht schlecht, dass er dreimal sein Ringleiter spielen lässt in seiner Brille. Bei den beiden vielleicht als Kontext, für die, die es nicht wissen, immer ein Ding gewesen, dass sie die Kinder nie gezeigt haben. Genau. Es gibt viele Gründe, warum Kinder nicht ins Netz gehören. Und bei denen muss man halt wirklich zugute halten, dass sie die Kinder halt nie gezeigt haben. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie eine anständige Einnahme... Wichtig, Kinder generell nicht gezeigt, beziehungsweise auch die Gesichter nicht gezeigt. ...Fälle hatten, ne? Mit Rocker haben sie sicher sehr viel Geld gemacht und es war nicht nötig, irgendwie Story-Views durch Kinder zu pushen. Aber so oder so, die Kinder wurden bisher halt nicht gezeigt. Ich glaube, es gab sogar so eine Aussage von denen, ich weiß jetzt nicht, wer von beiden es mal gesagt hat, aber ich glaube, er hat gesagt, irgendwie nicht mal einen kleinen Finger würde er zeigen oder so. Nun, das ist vorbei und auf eine ziemlich, ehrlich gesagt, verstörende Art und Weise. Wie das Ganze jetzt vonstatten ging, nun, wie es im Hintergrund ausschaut, ne, ist wieder eine eigene Sache. Aber auffällig finde ich, dass Alina zu dem Zeitpunkt, als es dann losging, eine Umfrage gestartet hatte und Leute haben mir dann eben verschiedene Fragen gestellt. Und sie hat da gerade wirklich jemand in den Chat geschrieben, bist du live? Sie hat auf die geantwortet. Na, das ist tatsächlich eine Aufnahme. Leute, so auf eben zu ihrem Zustand und wie es ihr aktuell geht und so weiter und so fort. Ich kann euch hier mal was zeigen. Da hat jemand gefragt, wie geht es euch wirklich? So, ich muss dann nämlich später noch was hinzufügen zu der ganzen Story. Und sie meinte endlich wieder... Und so zeigen sie die Kinder, schaut euch das an. Sie zensiert hier das komplette Kind, sogar die Beine und alles. Toll. Wenn ich manchmal lese, ich sollte doch endlich ehrlich sein hier vor der Cam, dann kann ich nur sagen, dass ich im Februar einmal gestorben bin und durch die Hilfe von viel Coaching und Therapie wieder auferstanden bin. Und ich einfach nur glücklich bin, nicht mehr morgens aufzuwachen und zu denken, dass ich einen Albtraum hatte. Ich fühle mich seit Anfang April so bei mir angekommen. Und wenn das jemand nicht sieht, beziehungsweise es nicht glauben mag, dann sei es so. Heute kam oft die Frage, was mich so strahlend macht. Das bin ich. Ich bin so. Ich habe selten schlechte Laune. Es liegt nicht in meinem Wesen. Geholfen hat mir, wie beim Schnupfen zum Arzt zu gehen, in solchen Situationen viel zu reflektieren, mich auf mich zu konzentrieren und an einer Situation zu wachsen. Das habe ich durch Gesprächstherapien gemacht. Also ich schätze mal, das ist ein guter Ansatz und sicher ein sehr, sehr guter Ratschlag, ehrlich gesagt, in so einer Situation. Entschuldigung. Und es ist natürlich auch verständlich, dass sie sich da professionelle Hilfe suchen wollte, weil die Art und Weise, wie es bei denen zu Ende ging. Ja, also Retalk, wie ist sie, Alina? Also halt die Frau von Julian geht eigentlich perfekt damit um, zumindest in der Öffentlichkeit. Zeigt immer noch nichts von den Kindern, macht immer noch dies, die hat auch nicht mal gesagt, die wollte ja nicht mal ein Statement abgeben. Wirklich, ihr einziges Statement war, ich möchte kein Statement abgeben, so. Schien ja ziemlich krass zu sein. Bis heute hat ja keiner von beiden so wirklich drüber ausgepackt, wie es ablief. Aber wir konnten ja... Das war nicht böse, ich stehe nur auf 1,25 Geschwindigkeit. Sehr, sehr vielen Stories verschiedene Sachen sehen, wie sie war teilweise ja alleingelassen im Krankenhaus, während er irgendwo in Thailand unterwegs war. War sicher alles nicht einfach, aber es scheint ihr gerade gut zu gehen. Ein paar Stunden später sollte sich das alles schon wieder geändert haben. Gut, ich mache wieder... Das ist zu schnell jetzt, oder? Denn Julian Ziedlow postet doch aktuell immer seine ganzen Troll-Countdowns und sagt immer, oh, er wird irgendwas exposen, oh, er wird jetzt über die Wahrheit reden und dann kommt immer nur heiße Luft. So wie er letztens meinte, er wird jetzt alle exposen, die irgendwie ja bekannt sind und irgendwelche Substanzen nehmen und solche Sachen. Und dann kamen da so Sachen wie Matthias Clemens von Sekt Plus, okay, würde das jetzt irgendwen wundern, weiß ja nicht. Flair, wow, was für eine Enthüllung. Achso, der hat wirklich dann Leute gepostet. Ich dachte, weil ich habe das auch gesehen in seiner Instagram-Story, er hat gemeint, ja, er postet jetzt alle Leute, die er kennt, die in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwas nehmen. Und danach hat er aber gepostet, aha, jetzt habt ihr aber alle Angst gehabt. Oder irgendwie so. Und dann hat er es, glaube ich, also ich dachte, er hat es dann nicht gemacht, aber anscheinend schon. Ja. Noch, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war halt alles kompletter Schwachsinn. Also Leute, von denen man sowieso weiß. Ach ja, Christian Wolf, von dem weiß man das ja auch schon. Aber es sorgt natürlich jedes Mal wieder für Aufmerksamkeit. Jetzt hat er einen weiteren Countdown gepostet und wie man sieht... Was auch absolut, by the way, nicht in Ordnung ist, dass er das einfach macht. ...kann, waren da Emojis eingefügt, die offensichtlich für seine Kinder stehen sollen.
Das kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Niemand wusste jetzt genau, was einen erwartet. Meistens kommt ja eh nur heiße Luft. Ich dachte, keine Ahnung, vielleicht postet er das jetzt, weil er da seine Kinder wieder sehen wird oder dergleichen. Obwohl er ja gerade erst bei denen war. Aber keine Ahnung. Ne? Also, wer weiß. Ich hätte auf jeden Fall nicht erwartet, dass das passiert, was dann passiert ist. Und zwar kamen Beiträge online mit den Kindern und von nicht mal einen kleinen Finger zeigen zu, natürlich habe ich das zensiert, so, ich werde das nicht weiter verbreiten, aber ich lasse ihn mal kurz ausreden. Er hat einfach ein Bild zum Beispiel von einem der Kinder gepostet, das da auf dieser Aufnahme komplett nichts anhat. Es ist kurz über dem Intimbereich abgeschnitten, aber auch schon so, dass es wirklich in die Leistengegend geht und man die auch schon sehen kann. Also wirklich, es ist so krass freizügig wie nur möglich, ohne dass Instagram selbst das sperren würde. Ne? Also auch wenn ein erwachsener Mensch das wäre. Und das musst du mal überlegen. Julian Ziedlow hat er sich damals mal überlegt, yo, ich möchte meinen Kindern nicht zeigen, weil. Und jetzt ist ihm das anscheinend absolut egal. Ich weiß nicht, ob er dann später noch einblendet, was er in der Story gesagt hat. Falls nicht, dann wäre ich das jetzt auch. Ja, oh ja. Unter, keine Ahnung, irgendeine OF-Seite oder das so. Das wird doch viel schlimmer. Wäre das, glaube ich, so das Extremste, was man posten kann, bevor Instagram deinen Account sperrt. Warum muss er jetzt noch die Kinder mit reinziehen? Keine Ahnung, vielleicht heißt Excitement oder so. Nur, dass es vielleicht hat er jetzt gerade Bock drauf, was die Konsequenzen davon sind, dass du vor hunderttausenden Leuten dein Kind fast, also unbekleidet halt zeigst. Wen interessiert es, wenn der Julian das jetzt in dem Moment machen will? Aufnahme, ein kleines Kind ist. Mega verstörend. Wie man sich vorstellen kann, gab es dafür auch einen riesigen Backlash. Er hat auch die Tochter gezeigt. Die war aber angezogen, so oder so, dafür, dass man die Kinder noch nie irgendwo gesehen hat und deren Identität bisher geheim gehalten wurde. Es ist natürlich trotzdem krass, dass jetzt auch ihr Gesicht im Internet kursiert. Und das nach so vielen Jahren, in denen halt die Eltern aufgepasst haben. Alina, ihr habt ja doch vorhin bei der Umfrage gesehen, hat ja auch ein Bild mit ihren Kindern gepostet und da zwei große fette Emojis drüber gemacht, dass man sie nicht erkennen kann. Also sie hat das weiterhin bis zu dem Zeitpunkt, als er das jetzt veröffentlicht hat, versucht. Und er postet einfach, um Alina eins reinzuwürgen, keine Ahnung warum. Also für mich wirkt das an diesem Punkt wirklich so, als würde er ihr eine reinwürgen wollen. Hat die Kinder halt jetzt einfach veröffentlicht und gepostet. Wie gesagt, es gab auf jeden Fall einiges an. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das einfach macht, weil er jetzt gerade irgendwo genießt, dass er jetzt so dieser Buhmann ist, so richtig so, nicht dieser Boomer, sondern dieser Buhmann, so dass alle Leute ihn jetzt haten und er jetzt sagt, haha, das ist mir aber egal, ich kann machen, was ich will, weil ich folge nur meinem Highest Excitement. Aber das ist halt wirklich der Punkt, wo du kannst halt jetzt nicht mehr sagen, früher war das halt so, yo, Julian Ziedlow macht dies und das und jenes, ja, aber ist ja egal, weil es ist eh nur sein Leben. Da kannst du doch vielleicht sagen, okay, er könnte sein, dass er jetzt die Kinder vernachlässigt, dies, das, aber muss jetzt auch nicht so sein, man weiß es nicht genau. Aber jetzt ist halt wirklich der Punkt angekommen, wo du nicht mehr sagen kannst, yo, das gefährdet hier niemanden. Diese Bilder landen, weißt eh wo, das weiß man, das passiert die ganze Zeit. Und er hat sich jetzt aktiv dafür entschlossen, er hat gesagt, yo, ich möchte meine Kinder jetzt meiner ganzen Followerschaft zeigen und halt nicht nur das, sondern halt auch noch die Art und Weise, wie er das gemacht hat und halt auch noch gegen den Willen von seiner Frau. Das ist so, du kannst es dir halt wirklich nicht ausdenken. Backlash, und er hat. Vor allem, das ist halt kein C-Max oder so. Also jetzt nicht das C-Max würde ich sowas auch nicht zutrauen. Das ist halt jetzt nicht irgendjemand, der dafür bekannt ist, sowas zu machen oder so. Weißt du, was ich meine? Diesen Backlash auch reagiert, indem er ein paar Stunden später das hier postet. Noch eine Aufnahme mit. Nothing can stop true love. Follow your highest excitement. Diese Kate, ist das seine Freundin? Junge, schau dir das an. Zwei Kinder da so, ja, haha, das ist ja lustig. Den Kindern wie so ein kleines, trotziges Kind. Und ich muss halt auch sagen, so eine trotzige Reaktion ist für jemanden, der von sich sagt, erleuchtet zu sein, über allem zu stehen, die Antworten aufs Leben zu haben, irgendwie unpassend, oder? Also ich meine, es ist generell eine unpassende Reaktion, aber speziell von jemandem, der auf so einem fucking hohen Ross sitzt, wie Julian Ziedlow. Follow your highest excitement. Soll irgendwie tiefgründig sein für irgendwelche ESO-Schwurbler, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist eigentlich auch nur ein Freifahrtschein für absolute Rücksichtslosigkeit. Klar, er kann machen, was er will, für ihn gibt's auch schon eigentlich gar nichts mehr zu verlieren an diesem Punkt, ne? Er kann einfach fröhlich weiter trollen, das, was ihm entgangen ist ihm durch seine Aktion bereits alles entgangen. Eben, aber dann
wenn er das wenigstens gemacht hätte, das ist ja schon schlimm genug. Ja, aber dass halt auch noch das Gesicht von den Kindern da mit drin ist. Weil darum geht es halt jetzt. Das ist halt jetzt wirklich ein anderer Mensch, der dann in Zukunft darunter leiden wird. Aber das ist ihm egal, weil er das in der Sekunde halt einfach machen will. Weil er einfach Bock drauf hat. Und deswegen ist ihm das alles andere... Vor allem, das ist halt... Seit wann ist denn Julian Zietlow so? Seit fucking 2 Monaten oder so? Das ist halt gerade erst passiert. Was ist in einem Jahr? Ist das jetzt Standard? Passiert das jetzt immer wieder? Was ist in einem Jahr? Was ist in 3 Jahren? Was hat er bis dahin gemacht? Gang. Also, ja. Wie heißt das? Ist der Ruf erstmal ruiniert? Lebt es sich ganz ungeniert oder irgendwie so? Das ist definitiv seine Situation. Also, mein Gott. Es ist egal, über welche Klippe oder von welcher Klippe du springst, wenn du sowieso ständig im freien Fall bist. Ja, ein ziemlich heftiger Arschmove. Geiler Spruch. Er hat auch nochmal irgendeinen Text gepostet, aber das erspare ich euch jetzt, Leute. Einfach wieder einer seiner seitenlangen Texte darüber, warum er so toll ist und so schlau ist und das Leben durchschaut hat. Und alle, die halt unterm Strich blöd finden, was er hier gerade abzieht, sind halt zu dumm oder nicht erläutert. Ja, das ist nämlich da, wenn alle anderen blöd sind... Genug, um das zu verstehen. Ne? Also, er ist halt einfach Level 10 erleuchtet. Und dann hast du es einfach durchschaut. Mal weg von seinen Worten, bevor seine endlose Intelligenz noch auf uns alle abfärbt. Alina hatte sich zu der Situation geäußert. Das ist seine Sie Frau. Hatte dann eine Story gepostet, weil natürlich sicher Leute ihr massenhaft Nachrichten geschrieben haben. Wenn sowas passiert, ist ja klar, dass die ganzen Follower das natürlich auch ihr senden und sie fragen, ob sie das gesehen hat, obwohl man das nicht wüsste. Ne? Also 100 pro kriegt sie das auch so mit, aber sie meinte eben, die Leute sollen ja nicht schreiben. Sie hat hier gepostet, schreibt nicht mir, das Einzige, was euch hilft, wenn ihr es nicht mehr sehen wollt, meldet, entfolgt und hört auf, solch ein Schauspiel und das, was medial daraus gemacht wird, jeden Tag zu verfolgen. Konsumiert, was euch gut tut. Imagine, also diese Alina ist, was könnte Julian Zietlow machen, um sie wirklich öffentlich aus der Fassung zu bringen? Das ist so, wieder so ein gutes Statement. Schreibt mir nicht, entfolgt ihm, meldet ihn, wenn ihr das wollt. Und mehr macht bitte nicht. Macht bitte kein großes Trara draus. Ja, würde ich auch sagen. Also über seine ganzen Scherzaktionen und sowas braucht man eigentlich wirklich nicht mehr reden. Die kann man, denke ich, gepflegt ignorieren in Zukunft. Das ist jetzt natürlich was anderes, weil das ist echt ziemlich... Also ich bin tatsächlich wirklich baff davon, dass ja. Er das abgezogen hat. Man hat ja gemerkt, dass er extrem rücksichtslos unterwegs ist, aber... Ah, es kommt noch was, es kommt noch was. Wo ich mir dachte, wow, also... Keine Ahnung. Man ich denkt, weiß nicht, was war das Drop. Es gibt so gewisse Grenzen, die selbst Leute, die komplett durchdringlich überschreiten... Sorry fürs Skippen. Ich habe irgendeinen Standpauke gehalten, ehrlich gesagt. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Wie kann man seine Kinder so instrumentalisieren für einen Erleuchteten, der über alles steht, lässt du die Dinge aber ganz schön nah an dich ran. Das ist ja genau, das ist halt das. Er hat ja nicht nur, er hat ja das eine Bild gepostet und dann hat er ja Backlash bekommen und dann hat er daraufhin noch das zweite gepostet. Also er hätte ja auch einfach so weitergemacht. Ich weiß nicht, er hat das Ding jetzt, glaube ich, schon wieder runtergenommen. Vielleicht hat er sich gedacht, naja, vielleicht doch nicht so. Nein, hat er nicht, weil pass auf, komm, ich skippe jetzt einfach vor, ich kann gar nicht mehr warten. Er hat nämlich auf Instagram eine Frage bekommen. Ist es die? Und wir sehen uns dann. Ah, okay. Und irgendwo da draußen ist ein 38-jähriger Mann, der sich auf die Fotos von deinen Kindern einen von der Palme, Kinder, dann heißt Excitement sind. Und er schreibt, und dann? Er schreibt, und dann? Was? Die Situation einfach. Julian Zietlow, das ganze Leben von seinen Kindern, hält die Kinder bedeckt, sagt, jo, ich möchte nicht zeigen, weil das ist gefährlich und dies und das und jenes. Jetzt fliegt er ab nach Thailand, kommt zurück, zeigt seine Kinder ohne Kleidung. Also natürlich, man hat jetzt nichts gesehen, aber trotzdem, das ist maximal fahrlässig. Dann schreibt jemand, jo, was ist, wenn jetzt das in einem Forum landet und sich die Leute halt darauf einen... Und er sagt, und er schreibt, na und dann... Dann ist halt ihr highest excitement, dann ist halt so, dann ist halt das der Lauf des Lebens. Julian Zietlow komplett, also wirklich komplett am Ende. Ich will gar nicht wissen, was in Zukunft noch kommt. Ich hoffe einfach nur, dass es das jetzt war mit den Kindern im Sinne von, dass er jetzt nicht mehr weiterhin sie gefährdet, weil ich meine...